meine, wir schwätzen heute von einem ganz interessanten Wärmerekuperationsprojekt mit der Firma Südgall, die wir für uns circa gut 2 Jahre an Angriff geholt haben, weil wir festgestellt haben, dass wir hier Verlustwärme haben, die haben wir sowieso als Stuhlproduzent. Und wir haben gesehen, dass wir die Wärme könnten aus dem Lopisch Quartier, den wir heute da gut 10 Jahre existiert, können zur Verfügung stellen. Das aufwärmt aus sich von den Aufgasen vom Hubbalken von der Straße 2, den wir brauchen aus sich für Palkmaschen zu walzen, hier im Süd von Belval. An den Gasen ist noch so viel Energie, dass wir die rekuperieren für die Tisch mit einem Luft-Wasser-Echangeur. Da wärmen wir dann einen primären Kreislauf auf ca. 100 Grad Celsius ab. Dann gehen wir dann nach einem zweiten Wärme-Echangeur, Wasser-Wasser ist das dann. Und da sind wir uns schon direkt auch im Reso von der Südkall, wo man dann den Reso von der Südkall mit der aufwärmt und sich von unserem Hubbalkenöfen abwärmen. Das ist ein immens wichtiges Projekt für heute, aber auch für Meeren, weil man hier wärmt und jeweils vielleicht auch kehlt, ich denke, können zur Verfügung stellen, ohne dass man das Klima schädigen. Aber wie machen wir das hier? Hier machen wir das dadurch, dass man wärmt, die sowieso an der Industrie, hier eben am Fall von ArcelorMittal, sowieso da ist, und die nutzen wir, für eben dann Gebäude zu hützen. Mit den Installationen, die also dort sind, der 18 Meter Betrieb, und die Konklusion, die wir hier können sehen, dass das initiale Ziel, was wir hatten, nämlich plus oder minus 70% von dem Wärmebedarf von dem Quartier Belval zu garantieren, das Ziel, das wir erreicht. Hier haben wir ein zukunftsweisendes Projekt, und das werden wir auch noch auf anderen Plätzen vom Land probieren zu machen, wo wir es können machen. Und etwas, was eigentlich auch aussteht, ist, wenn wir Datenzentren haben, die auch ganz viel Wärme verbrauchen, dass wir eben dann auch durchwärmt von den Datenzentren probieren zu nutzen. Das Projekt aus sich von der Technik her geguckt, den ist aus sich nicht innovativ. Technologie für Hitze von Aufgasen zu rekuperieren und dann an ein Wassernetz anzuspeisen existiert. Weil der Volo hier neu ist, dass der weiß, wie man das Ganze finanziert tun. Es wird nämlich ein bisschen kostenneutral für ArcelorMittal sein. Und wir haben hier eine Firma gefunden, also eine Partie Tiers, die den Invest überholt hat. Und wir bezahlen uns die Firma für die Arbeit, die sie hier möchte. Und wir kriegen dann von der Südkall die Energie bezahlt. Für uns geht das dann neutral ab. Und ich fand das Modell, das Prinzip, nach dem wir das hier finanziert haben, so wirklich auch Beispiel sind für andere Firmen, die den Interesse haben, Verlustwärme zu rekuperieren.